Kennt ihr die Bilder, bei denen ein Hintergrundsystem irgendwo in die Landschaft gesetzt wird und sogar im Bild mit zu sehen ist? Auf meiner letzten Shootingreise nach Holland waren wir in einem Haus mit Garten untergebracht und haben diesen Aufbau mal ausprobiert. Sowohl mit vorhandenem Umgebungslicht als auch mit Blitzlicht. Zwei unterschiedliche Bildstile und viele, viele Möglichkeiten, Porträts zu machen. Hier kommt eine Anleitung dafür. Heute Nachmittag machen wir ein Studio-Shooting draußen. Und zwar haben wir dafür einen Backdrop aufgebaut, wo das Model davor sitzt. Und der Witz ist, dass man nicht nur das Model vor dem Backdrop fotografiert, sondern den ganzen Backdrop mit aufnimmt. Und auf jeden Fall so eine Art Arbeitsatmosphäre schafft. Unser Hintergrundsystem besteht aus zwei Lichtstativen und einer Querstange. Sowas bekommt man als Set schon für ungefähr 50, 60 Euro. Dazu noch ein Hintergrundstoff 3x3 Meter, der ist zwar nur bedruckt, aber dafür sehr robust und sogar abwaschbar. Ein handgemalter Hintergrund wäre natürlich viel schöner, allerdings auch 10-mal so teuer. Der Hintergrund ist graublau und der grüne Rasen und die Wälder im Hintergrund passen natürlich überhaupt nicht farblich dazu. Deshalb habe ich mich entschieden, größtenteils in Schwarz-Weiß zu fotografieren, zumindest immer dann, wenn Rasen und Bäume im Hintergrund zu sehen wären. Als Alternative zum Garten wäre natürlich auch ein Aufbau am Strand sehr schön gewesen, aber selbst an den ruhigeren Tagen wäre uns doch das gesamte Hintergrundsystem weggeweht und ganz zu schweigen von den stürmischen Tagen, die wir auch hatten. Aber so haben wir das Equipment natürlich immer in Griffweite, die Models können sich in Ruhe umziehen in ihren Zimmern und wir haben es eigentlich sehr gemütlich. Das ist wie Slapstick, ne? Wolfgang, deine große Stunde ist gekommen. Deine Bleigewichte, ja, jetzt. Steht noch. Mein zusammengelegter Hintergrund hat Falten und die hätten wir wohl besser rausbügeln sollen. Aber leider haben wir auch keinen Steamer dabei. Deshalb setze ich die Modelle mit etwas Abstand, ungefähr 1-2 Meter, vor den Hintergrund und fotografiere mit Blende 2.0, habe damit zumindest noch mal etwas Unschärfe im Hintergrund. Ganz normales Porträt, schöne Kleider, passt gut zum Hintergrund. Ich nehme den ganzen Hintergrund mit auf und dann komme ich wieder schrittweise näher zu dir. Okay, ich habe ein 85 mm Objektiv drauf, das heißt, ich muss ganz schön weit weg. Hörst du mich noch? Okay. Ein 400stel Sekunde, ISO 100, Blende 2. Ja, das ist gut, genau. Mach mir die Diva. Gut, sehr schön. Yep, mag ich. Wow, ich sehe Bein. Das ist okay. Okay. Die italienische Donna. Die darfst du gleich nochmal richtig raushängen lassen. Ja, alles cool. Das mag ich. Sehr gut. Ich komme näher. Alles mit dem gleichen Objektiv. Wow. Tolle Farben, tolle Augen. Schönes Make-up. Kinn ein bisschen tiefer auch. Jede Menge Blitzequipment, aber bisher haben wir davon noch nichts benutzt, sondern nur mit natürlichem Licht fotografiert. Der Hintergrund soll dunkel werden, daher setze ich erstmal einen Graufilter fürs Objektiv, der nimmt mir schon mal 3 Blendenstufen Helligkeit weg. Außerdem setze ich die ISO auf 50, also noch einmal eine Blende gewonnen und muss dann leider auch noch mit der Blende von 2.8 auf 4.0 gehen. Situation Nummer 2, jetzt blitze ich und zwar mache ich ein ganz schmales Licht hier mit dieser Godox Box mit einem Grid drin, einer Wabe, die nur dich beleuchtet, aber nicht den Hintergrund oder nur ganz schwach den Hintergrund. Ich hoffe, ich habe das eben richtig eingerichtet. Das Licht kommt sehr stark von oben, das heißt, du hast wahrscheinlich... Bart. Ja, ein bisschen Schatten unter den Augen. Das ist halt Drama und du kannst aber nach oben dich zum Licht ausrichten und auch wirklich so voll übertriebene Posen machen. Ich weiß, du kannst das. Und ob ich später dann auch noch...
ob ich später auch noch dieses Gegenlicht brauche, das schaue ich mal. Ich richte erstmal einmal das Licht ein. Blitzstärke ist auf ein Viertel von diesem Godox AD300. Ich löse einmal Test aus. Okay, das ist schon ziemlich gut. Ganz anders, ne? Geil. Jetzt stelle ich noch den Blitz für das Haarlicht auf ein bisschen schwächer, halb so stark wie das Hauptlicht. Ein Achtel, es hat ja ungefähr dieselbe Entfernung. Mal gucken, was das macht. Stelle ich ein Stückchen weiter nach links. Jupp. Danke. Oh ja, da kommt aber schönes Licht. Das muss nur noch ein bisschen höher. Mal gucken, ob ich das höher machen kann, damit es nicht nur an die Seite trifft, sondern auch noch von oben. Ich fange wieder von ganz hinten an und komme wieder näher. Für dich ist wichtig, du kannst ins Licht reingucken. Das ist so, das göttliche Licht kommt von oben. Und je weiter du nach rechts rüber guckst, nach links rüber guckst, desto düsterer wirst du, desto böser wirst du, desto mehr Schatten kriegst du. Schön. Super gut. Das ist gut. Ah, ja, ja. Super schön. Kannst du ein bisschen leiden? Ja, genau so. Genau so. Okay. Oh. War das eine gute Anregung für euch? Würdet ihr den Aufbau des Hintergrundes auch mit fotografieren oder ist es ein No-Go für euch? Habt ihr sowas vielleicht schon selbst gemacht? Wo? Nur mit natürlichem Licht oder auch mit Blitzlicht? Erzählt mir von euren Erfahrungen und wenn ihr schon dabei seid, gebt dem Video gern ein Like und abonniert vielleicht sogar meinen Kanal.